Was verursacht ein vergrößertes Herz? Ein vergrößertes Herz, auch als Kardiomegalie bekannt, tritt im Allgemeinen als Symptom eines anderen Gesundheitszustands auf. Viele Menschen merken nicht, dass sie dieses Problem haben, bis es diagnostiziert wird, üblicherweise durch Röntgen. Wenn sie sich aus verschiedenen Gründen einer Röntgenaufnahme der Brust unterziehen, kann dies möglicherweise zu einer Vergrößerung des Herzens führen. Sobald das Problem erkannt wird, schicken Ärzte normalerweise Patienten zu weiterentwickelten kardiovaskulären Diagnosetests. Es kann viele verschiedene Ursachen für ein vergrößertes Herz geben, und manche Menschen können eine Kombination von Ursachen haben. Kardiomyopathie ist eine Herzkrankheit, bei der der Herzmuskel schwach wird. Die Krankheit kann dazu führen, dass der Muskel steif und dick wird, was die Funktion des Herzens beeinträchtigen kann. Wenn die Krankheit fortschreitet, muss das Herz härter arbeiten, um Blut durch den Körper zu pumpen. Ein vergrößertes Herz kann das Ergebnis von Überstunden des Herzens sein, um den geschwächten Muskel auszugleichen. Zusätzlich zum Herzmuskel können Krankheiten, die die Herzklappen betreffen, zu einer Vergrößerung des Herzens führen. Eine Arrhythmie ist ein Zustand, in dem das Herz in einem unregelmäßigen Rhythmus schlägt. Ein unregelmäßiger Herzrhythmus bedeutet normalerweise, dass das Herz zu schnell oder zu langsam schlägt. Das abnormale Schlagtempo kann die normale Herzleistung beeinträchtigen. Dies liegt im Allgemeinen daran, dass das Blut nicht in der Weise zirkulieren kann, wie es sein sollte. Aus diesem Grund kann aufgrund der zusätzlichen Belastung des Organs durch eine Arrhythmie ein vergrößertes Herz auftreten. Bluthochdruck, auch als Bluthochdruck bezeichnet, ist eine der häufigsten Ursachen für ein vergrößertes Herz. Hoher Blutdruck kann aus mehreren Gründen gefährlich sein. Dies kann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen und dazu führen, dass sich das Herz vergrößert. Dies ist im Allgemeinen auf die zusätzliche Arbeit zurückzuführen, die der Zustand auf das Herz ausübt. Es kann auch einen hohen Blutdruck in den vom Herzen in die Lunge kommenden Arterien geben, und dieser als pulmonale Hypertonie bekannte Zustand kann auch zu einer Vergrößerung des Herzens führen. Es kann nicht herzbedingte Ursachen für ein vergrößertes Herz geben. Eine unteraktive oder überaktive Schilddrüse kann dieses Problem verursachen. Schwangerschaft kann eine andere Ursache sein, die nicht mit dem Herzen zusammenhängt. Während der Schwangerschaft muss das Herz viel mehr Blut abpumpen als normal, was zu einer stressigen Umgebung für das Herz führen kann. Darüber hinaus ist eine Anämie, die auftritt, wenn eine Person nicht genügend rote Blutkörperchen produziert, eine weitere Erkrankung, die eine Herzvergrößerung verursachen kann. Zu den Symptomen eines vergrößerten Herzens gehören Atemnot, Atemprobleme, Schwellung, Müdigkeit, Schwindel und leichte Ermüdung. Einige Menschen mit dieser Erkrankung haben jedoch möglicherweise keine Symptome. Wenn eine Röntgenaufnahme des Thorax ein Herz größer als normal zeigt, kann der Patient zu diagnostischen Tests geschickt werden, die eine kardiale Computertomographie, ein Elektrokardiogramm, eine Kernspintomographie oder ein Echokardiogramm umfassen. Viele Personen können eine Kombination dieser Tests haben. Für eine Person mit einer Herzvergrößerung stehen zahlreiche Medikamente zur Verfügung, um Symptome zu beseitigen und der Person zu helfen, ein normales und produktives Leben zu führen.